Moin, Jungs und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Assassin's Creed Odyssey Entdeckungstour. Und wie man uns schwer erkennen kann, gucken wir uns heute Knossos ein bisschen an. Der Palast von Knossos, dieser Palast, der größte aller Paläste, wurde im 17. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung erbaut und ist mit der Legende von König Minos verbunden. Er ist mehr als 13.000 Quadratmeter groß und besteht aus mehreren Räumen und einem Innenhof. Da haben wir es. So, gucken wir mal, wer führt uns denn hier heute? Aha. Knossos, erfahre mehr über die minoische Zivilisation sowie das mythologische Labyrinth und den Minotaurus, der darin gelebt haben soll. Ja, hört sich gut an. Willkommen in Knossos, wo einst der Minotaurus umherstreifte. Man sagt, wenn du aufmerksam hinhörst, kannst du immer noch das Echo des wilden Gebrülls des Minotaurus hören. Aber natürlich könnte es auch nur der Wind sein. Ja, wer weiß, wer weiß. Knossos war der Hauptsitz der alten minoischen Kultur, die einst angeblich von König Minos regiert wurde. Diese Ruinen waren Kulisse für viele wichtige historische und auch mythologische Ereignisse. Komm zu mir, wenn dein Besuch beendet ist, dann reden wir über das, was du gesehen hast. Ja, können wir natürlich sehr gerne machen, würde ich sagen. Schöne Ruinen. Die minoische Kultur finde ich ja persönlich super interessant und spannend. Mal sehen, was wir heute Neues lernen können. Die Insel Kreta wurde erstmals um das Jahr 8000 vor unserer Zeitrechnung besiedelt. Mit der Zeit entwickelten sich große Städte und ein beachtlicher Seehandel. Paläste wurden errichtet, zerstört und wieder aufgebaut, mit dem Höhepunkt in der sogenannten Neupalastzeit, die um das Jahr 1700 vor unserer Zeitrechnung begann. Diese Periode dauerte mehr als 300 Jahre an und gilt als goldenes Zeitalter der minoischen Zivilisation. Der größte Palast dieser Periode stand in Knossos und beherbergte labyrinthähnliche Komplexe mit Werkstätten, Tempeln, Höfen, Thronsälen und Wohnbereichen, sowie gepflasterte Straßen und fortschrittliche sanitäre Einrichtungen. Handel und Außenbeziehungen waren für die Minoer sehr wichtig, deren Netzwerk sich über den ganzen östlichen Mittelmeerraum erstreckte. Daraus ergab sich, dass sich die Kreter und die Bewohner der Länder, mit denen sie Handel trieben, gegenseitig beeinflussten und Ideen austauschten, normalerweise auf friedlichem Wege und nicht durch militärische Konflikte. Ja, und die sind halt super gut gelegen tatsächlich für Handel. Ich zeige das gleich nochmal auf der Karte. Ich hoffe, die Karte ist nicht allzu verzerrt, dass man das halt sehen kann. Und ich erzähle gleich ein bisschen. Wir schauen erstmal. Die minoische Zivilisation. Arthur John Evans war ein Archäologe, der vor allem für seine Ausgrabung bei Knossos zwischen 1900 und 1931 bekannt ist. Er war so besessen von seiner Arbeit dort, dass er das Begräbnis seines Vaters versäumte, um stattdessen die Ausgrabung des Palastes von König Minos zu überwachen. Prioritäten, Junge. Arthur Evans benannte die minoische Zivilisation nach eben diesem König Minos, aber es ist nicht bekannt, wie sich die Minoer selbst nannten. Ja, so sah es damals aus, ne? Wunderschön, farbenfroh. Man konnte halt diesen Palast, das Tor und alles, schon sehr gut vom Hafen, von der Küste aus sehen. Ich gehe mal gerade auf die Karte rüber. So, wenn wir uns das... es ist leider blöd abgeschnitten hier. Hier unten ist er, also hier drüben ist er dann gleich der Nahe Osten und sowas, ne? Levante. Und da unten ist gleich Nordafrika, Ägypten und so. Und deswegen liegen die halt super, super gut. Tatsächlich. Man sieht es jetzt hier auf der Karte nicht. Und nach oben, ne, hatten sie dann halt hier relativ kurze Wege, ne, über Terra zum Beispiel oder Kithera. Da konnten sie dann halt den Handel aufziehen mit der gesamten griechischen Welt. Waren da also super zentral gelegen und hatten aber auch immer wieder mit Erdbeben zu tun. Und als Terra dann halt zerstört wurde von diesem großen Vulkanausbruch,
Da ging es dann auch mit der minoischen Zivilisation hier leider so ein bisschen zu Ende, ne? Weil sie dann nämlich plötzlich, die sind ja damals nur tagsüber gesegelt, ne, nicht mehr vernünftig, dadurch, dass diese ganzen kleinen Inseln hier in der Nähe zerstört waren, hatten sie da halt keine Häfen mehr, wo sie nachts anlegen konnten, und der Handel war dadurch dann plötzlich arg beeinträchtigt. Das ist aber der Palast von Knossos, habe ich ja vorhin schon vorgelesen. Die erste Siedlung von Knossos wurde bereits im 7. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung gegründet. Heutzutage ist sie vor allem für die Palastruinen auf dem Hügel Kefalla bekannt. Die Ruinen lassen sich in zwei Phasen einteilen: den alten Palast, der sehr schlecht erhalten ist, und den neuen Palast. Der neue Palast von Knossos war der größte der minoischen Paläste und erstreckte sich über mehr als 13.000 Quadratmeter. Im Mittelpunkt befand sich ein zentraler Innenhof, der vermutlich für Zeremonien benutzt wurde. Die minoischen Palastzentren wurden zerstört, als Kreta von mykenischen Festlandgriechen überrannt und erobert wurde. Wann genau der Palast von Knossos zerstört wurde, ist allerdings immer noch unbekannt. Ja, keine guten Aufzeichnungen, die überlebt hätten scheinbar. Schade. Knossos. Arthur John Evans überwachte viele architektonische Rekonstruktionen in Knossos mit gemischten Ergebnissen. Als negatives Beispiel hat Evans Rekonstruktion des Thronsaals nur verewigt, wie dieser in der späten Bronzezeit vermutlich ausgesehen hat, ohne das restliche Spektrum seiner historischen Entwicklung zu berücksichtigen. Außerdem hat Evans die minoische Identität des Ortes zu sehr in den Mittelpunkt gestellt und dabei die mykenischen Aspekte und Einflüsse auf die Kunst und Architektur von Knossos vernachlässigt. Auf der positiven Seite ist zu vermerken, dass seine Rekonstruktionen geholfen haben, viele Teile der Ausgrabungsstätte zu bewahren, die ansonsten vermutlich verloren gegangen wären. Darüber hinaus haben seine Restaurationen, auch wenn sie ungenau waren, sehr dabei geholfen, die Eleganz und das handwerkliche Geschick der minoischen Architektur und Maler zu verdeutlichen. Da haben wir es doch. Also eigentlich schlecht gemacht, aber wenigstens nicht schlimmer gemacht. Und da sehen wir hier reiche Verzierungen, riesige Wandgemälde, Deckengemälde. Während der Neupalastzeit fanden im Erdgeschoss vor allem wirtschaftliche Aktivitäten statt und es gab große Lagerräume. Die Wohnbereiche, die sogar über Toiletten verfügten, lagen im Südosten des zentralen Innenhofs am Fuß der großen Treppe. Der Palast war mit Wandgemälden verziert, die Dinge wie den Stiersprung und prächtig gekleidete Frauen zeigten. Im westlichen Hof hingen an prominenten Stellen große Kulthörner aus Stein, die ein wichtiges religiöses Symbol der Minoer waren. Bemerkenswert an dem Palast sind außerdem auch eine quadratische Treppenanlage, die als Theater gedeutet wird, der dreiteilige Schrein, der der Verehrung einer wichtigen minoischen Gottheit geweiht war, die viele Historiker als Muttergöttin bezeichnen, und das Piano Nobile, einen großen Raum im zweiten Geschoss des Palastes. Der welchem Zweck gedient hat? Man weiß es nicht. Das Innere von Minos Palast. Ein Fresko, das 1914 in Knossos ausgegraben wurde, Damen in Blau, wurde für das Metropolitan Museum of Art in New York reproduziert. In der Kopie wurden auch Teile nachempfunden und ausgeschmückt, die im Originalfresko erodiert oder verbrannt sind. Da haben wir sie, die Frauen in Blau. Ja, das dunkle, lockige Haar erkennt man zumindest sehr gut. Kleidungsstil, wird es nochmal eingeblendet? Nee. Also in Wirklichkeit werden hier nicht überall die gleichen paar Figuren zu sehen gewesen sein, ne? Sondern da wird schon irgendeine Geschichte erzählt worden sein, eine Szene abgebildet, irgendwas, was nicht so repetitiv ist. Während seiner Reisen durch Kreta hat der Archäologe Arthur John Evans mehrere antike Tafeln gefunden.
Diese führten zur Definition der minoischen Schriftsysteme, die als Linear A und Linear B bekannt sind. Die Minoer nutzten diese Schriftsysteme, um vielerlei Dinge aufzuzeichnen, darunter auch geschäftliche Transaktionen. Eine Tontafel, die am Palast von Knossos gefunden wurde, war beispielsweise mit Linear B beschriftet. Die Tafel dokumentiert den Handel mit Koriander, der oft für die Parfümherstellung benutzt wurde, zwischen einem Mann namens Kyprios und einer zweiten Person namens Twinon. Die Entzifferung solcher Tafeln hat den Historikern große Einblicke in viele Aspekte der minoischen Kultur und Gesellschaft ermöglicht. Ja, coole Sache. Könnt ihr mal googeln, Linear A und Linear B. Sehen interessant aus. Minoische Kunst. Während der Mitte- und Spätminoischen Zeit begruben die Minoer ihre Toten in Truhensarkophagen aus Terrakotta, die Larnax genannt werden. Viele dieser Sarkophage wurden auf einem Friedhof im Norden der Stadt um den Palast bei Knossos gefunden. Ihre Form erinnert an Truhen oder Badewannen und sie waren oft aufwendig mit Szenen bemalt, die vermutlich aufgrund ihrer Bedeutung für Bestattungen ausgewählt wurden. Gelegentlich wurden sie zusammen mit wertvollen Grabbeigaben bestattet. Es ist möglich, dass diese Sarkophage auch eine weltliche Verwendung hatten und als Badewannen oder Lagergefäße benutzt wurden. Hier haben wir ein Siegel, das wilde Ziegen zeigt. Ja, sehen halt ein bisschen komisch aus, aber meinetwegen, jetzt sind es halt Ziegen. So, und wir steigen hier immer weiter runter zum Labyrinth des Minotauros. Der mythologische Minotauros, halb Mensch, halb Stier, entstand aus der Vereinigung von Königin Pasiphae mit dem Stier, den die Götter zur Strafe gesandt hatten. Das beschämte König Minos, aber er brachte es nicht übers Herz, den Minotauros zu töten. Stattdessen versteckte er das Monster in einem Labyrinth, das er von Daedalus errichten ließ. Die Geburt des Minotauros. Abbildungen eines Stiersprungs sind in der minoischen Kunst allgegenwärtig und man glaubt, dass sie unter anderem die Wände über zeremoniellen Stierkampfarenen geschmückt haben. Allerdings bleibt der Grund für derartige Aktivitäten unbekannt. Mythische Stierfiguren wie der Minotaurus spielen in der minoischen Symbolik eine wichtige Rolle. Das liegt vermutlich an der großen Bedeutung von Rindern für die Wirtschaft auf Kreta, vor allem während der Bronzezeit. Stiere und Kühe werden sogar in einigen der Linearschrift B verfassten Dokumenten erwähnt. Und natürlich haben sie auch Schriftsymbole, die Stierköpfen zumindest nachempfunden sind. Ja, Daedalus hat das Labyrinth gebaut und da ist er wieder, der Minotauros. Daedalus war eine wichtige Figur in der griechischen Mythologie. Der geniale Erfinder war so eifersüchtig auf seinen mindestens ebenso begabten Neffen, dass er diesen von der Akropolis in Athen warf. Zur Strafe wurde Daedalus aus Athen verbannt, doch das hielt ihn nicht davon ab, an anderer Stelle Arbeit zu finden. Auf Kreta wurde er von Königin Pasiphae angeheuert, eine Verkleidung als Kuh anzufertigen, damit sie den Stier verführen konnte, den zulieben sie von den Göttern verflucht worden war. Daedalus tat, wie ihm geheißen war, und seine Erfindung half bei der Zeugung des Minotauros. Yippie. Danach verpflichtete Minos Daedalus, das Labyrinth zu bauen. Vermutlich als Buße für seine Rolle bei der Zeugung des Minotauros. Aber die wahrscheinlich bekannteste Sage um Daedalus dreht sich um seinen Sohn Ikaros, der mit den Flügeln, die sein Vater gebaut hatte, zu nah an die Sonne flog und ins Meer stürzte. Ja, was da wohl dran ist, das würde mich echt mal interessieren. Findet man wahrscheinlich eher nicht mehr raus. Daedalus. Ein Großteil der Geschichten von Daedalus, so wie wir sie kennen, stammt vom römischen Dichter Ovid. Obwohl es ältere griechische Quellen der Geschichte gibt, variieren diese stark und widersprechen einander oft in bestimmten Details. Könnte man sich ja mal reinziehen. Vielleicht nicht unbedingt im altgriechischen Original.
Einige Zeit nach der Geburt des Minotauros wurde König Minos' Sohn Androgeos in Athen von demselben Stier getötet, der seine Mutter geschwängert hatte. Der zornige Minos verlangte, dass Athen jährlich 7 seiner stattlichsten Jünglinge und 7 seiner hübschesten Jungfrauen nach Knossos schicken sollte. Nachdem sie auf einem Schiff mit schwarzen Segeln nach Kreta gebracht worden waren, sollten die jungen Männer und Frauen ins Labyrinth geworfen und vom Minotauros gefressen werden. Da ist der Stier aber weit rumgekommen, wenn er plötzlich in Athen war. Reparation. Die jungen Männer und Frauen aus Athen, die nach Kreta geschickt wurden, könnten auf einer wahren Tributzahlung an die vorherrschende Handelsmacht in der griechischen Welt der Bronzezeit basieren. Das ist allerdings nur eine unbewiesene Theorie. Wer weiß. Und auf dieser Drachme ist tatsächlich das Labyrinth abgebildet. Der Athener Jüngling Theseus, der ebenfalls ins Labyrinth geworfen werden sollte, wollte dem grausamen Ritual ein Ende setzen. Bevor er Athen verließ, kündigte er an, dass er den Minotauros töten und auf einem Schiff mit weißen Segeln in seine Heimat zurückkehren würde. Bevor er das Labyrinth betrat, traf Theseus König Minos Tochter Ariadne, die sich sofort in ihn verliebte. Ariadne gab Theseus einen Faden, mit dessen Hilfe er wieder aus dem Labyrinth herausfinden würde. Mit Hilfe dieses Fadens konnte Theseus das Labyrinth betreten, den Minotauros töten, wieder herausfinden und mit Ariadne an seiner Seite zurück nach Athen segeln. Ja, und dann hat er vergessen, die weißen Segel zu hissen, ne? Der Tod des Minotauros. Nachdem er den Minotauros erfolgreich besiegt hatte, segelte Theseus mit Ariadne nach Athen, legte aber einen Zwischenstopp auf Naxos ein, um dort ausgiebig zu feiern. Nach 4 Stunden des Essens und Trinkens schlief Ariadne ein und vergaß, zu Theseus' Boot zurückzukehren, das ohne sie nach Athen fuhr. Super. In einer anderen Version der Geschichte ließ Theseus Ariadne absichtlich zurück. Wow. Als Theseus bewusst wurde, was er Ariadne angetan hatte, vergaß er voller Verzweiflung, die schwarzen Segel seines Boots gegen weiße auszutauschen. König Aigeos sah die schwarzen Segel, nahm an, seinen Sohn wäre tot und stürzte sich aus Trauer ins Meer. Ja. Ist also wieder mal gut gelaufen, ne? Wie so oft in der griechischen Mythologie. Ich glaube, ich habe gerade den Minotauros angerempelt. Wollen wir mal ein Foto mit dem machen? Das wäre doch eigentlich ganz cool, oder? Wir gehen hier noch so ein bisschen höher. So ein bisschen raus. Vielleicht ein kleines bisschen tiefer wieder. Ich kann nicht weiter rauszoomen. Warum nicht? Was ist da los? Ich bin maximal rausgezoomt scheinbar. Jetzt nicht super gut beleuchtet, aber kleines Erinnerungsfoto hier. Ich sehe, du hast dich im Labyrinth der Ruinen nicht verlaufen. War kein echtes Labyrinth. Spielten eine wichtige Rolle in der griechischen Mythologie, aber sie brachten auch Einflüsse von anderen Orten und Kulturen. Nun, was möchtest du sonst noch tun? Die sprechen so super leise, ne? Das ist irgendwie überhaupt nicht gut abgemischt, leider, in der Tour hier. Du willst dich auf die Probe stellen? Nun gut. Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Auf welcher Insel befand sich Knossos? Oh. War das Delos, Kreta, Naxos oder Thasos? Ja? Knossos befand sich auf der Insel Kreta. Kommen wir zur nächsten Frage. Wer hat den Minotauros getötet? Ich weiß es. War das Theseus, Perseus, Minos oder Herakles? Ja, Herakles, ne, der hat ja alles gemacht in der griechischen Mythologie. Korrekt. Theseus erschlug den Minotauros und entkam dann mit Hilfe des Fadens von Ariadne aus dem Labyrinth. Also dann auf zur letzten Frage. Was hat Daedalus für Königin Pasiphae gebaut? Ja, der Faden der Ariadne oder auch das Vollknäuel der
Ariadne heißt es eigentlich. Was hat er gebaut für sie? Das Labyrinth, Flügel. Hat er beides gebaut, ist richtig, oder zumindest designt. Eine Kuhverkleidung oder ein riesiges Holzpferd. Ich glaube, mit dem Holzpferd hatte er echt gar nichts zu tun, ne? Ja, er stellte eine Kuhverkleidung für sie her, damit sie den Stier verführen konnte, den sie verflucht war zu lieben. Mein Glückwunsch. Du hast echtes Geschichtsinteresse bewiesen. Ha, na immerhin. Leb wohl. Ich hoffe, du hast die Erkundung der Ruinen genossen. Ja, war ganz kurzweilig. Für euch hoffentlich auch. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.